Wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Sim World 2. Wir stehen hier mit unserem RE in Entschuldigung. Auf jeden Fall müssen wir diesen RE nach Dresden Hauptbahnhof fahren. Und ja, das werden wir jetzt mal tun. Ich habe mir gedacht, wir fahren einfach mal wieder Train Sim World, weil das hatten wir, habe ich ja schon lange nicht mehr auf meinem Kanal gehabt. Und ja, dann wurde es doch mal wieder Zeit, dass ich jetzt mal wieder Train Sim World fahre, weil ich da einfach jetzt Lust drauf hatte. Und ja. Jetzt ziehe ich gerade das beste Wetter, aber das kann man sich ja nicht aussuchen. Machen wir das Beste raus. So sieht das Ganze von draußen aus. Der Zug ist abfahrbereit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die anstehenden Signale genau im Auge behalten, da sich vor Ihnen mehrere Züge stapeln. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Nächste Station Radebeul Ost. Da haben wir schon das erste rote Signal. Hoffen wir mal, dass wir gut durchkommen und vor allem heil ans Ziel ankommen. Übrigens kommt ja jetzt am 30. September, beziehungsweise, ja doch, am 30. September
TS 2022 raus. Und da war ein Nissan. Und das Ganze gibt es ja in der Standard-Edition sowie Deluxe-Edition. Und ja, ich persönlich bin da sehr gespannt drauf. Und ich werde mir auf jeden Fall die Deluxe-Edition holen, weil da ja die Strecke Karlsruhe, Offenburg und Straßburg dabei ist, während sie in der Standard-Edition nicht dabei ist. Und ja. Ich freue mich da sehr drauf, bin sehr gespannt. Also kommenden Donnerstag soll es für Steam veröffentlicht werden. Und ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich denke aber, dass ihr auch dabei sein werdet. Rot. Das heißt, wir werden hier gleich erstmal stoppen müssen. Und, mal abwarten, was dann passiert. So. So. Taucht schon das nächste rote Signal auf, also das wird eine Stop-and-Go-Fahrt.
schon, da kommt uns schon der Gegenzug entgegen. Steuerwagen voraus. Also ich glaube, wir brauchen hier gar nicht groß aufschalten. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird zwischenzeitlich noch grün, bevor wir... Na, immerhin wird's gelb. Das ist doch... Das ist doch schon mal was. So, dann haben wir gleich unseren ersten Stopp Radebeul Ost erreicht. Wollen wir mal versuchen, hier schön sanft und passend an den Bahnsteig zu fahren, so wie es sich gehört. Meine Güte. Ja, das ist doch gar nicht so schlimm. Ist doch gar nicht so schlimm. Türen öffnen. Das ist aber auch ordentlich am Gießen, meine Güte. Oh, falsche Seite. Und auf geht's.
also geht doch. Station ist dann schon Dresden Mitte. Ich fürchte, dass wir bis dahin noch das eine oder andere rote Signal mitnehmen. Könnte ich mir vorstellen. Gelb haben wir es auf jeden Fall angekündigt, beziehungsweise vorangekündigt. Oder anders gesagt, es gibt ein gelbes Vorsignal. So sagt man es richtig. Das zieht in der Regel ein rotes Hauptsignal nach sich, genau.
mal gespannt, wie das noch enden wird. Also ich selbst bin dieses Szenario noch nicht gefahren, also ich bin genauso gespannt und überrascht wie ihr. Und ja, mal schauen, wie und wann wir in Dresden ankommen. So, ein weiteres gelbes Vorsignal. Also diese Fahrt hat es wirklich in sich. Dunkel, Regen, Stau und laufend rote Signale. Herzlichen Glückwunsch. Erheblich über der Geschwindigkeitsbeschränkung. Natürlich. 2 km/h erheblich. Jetzt gleich auf 60 beschleunigen macht nicht wirklich Sinn, weil wir erstens kurz vorm Bahnhof sind, zweitens wieder ein gelbes Signal vor uns haben. Ich bleibe jetzt einfach bei 40, würde ich sagen.
laufen wir jetzt gleich in Dresden Mitte ein und haben da noch eine Station vor uns. Dresden Hauptbahnhof. Mal gucken, wie die kurze Fahrt bis dahin wird. Ich glaube, das geht ein wenig drüber. Ein wenig. Aber ganz minimal. Wir entriegeln die Türen. Und harren der Dinge. So, nächster Ort, Dresden Hauptbahnhof. Ich glaube, entweder backt das noch ein bisschen oder die braucht wirklich lange, um loszufahren. Auf jeden Fall muss man da zwei, dreimal auf Null, also Nullstellungszwang, und dann wieder aufschalten, damit die überhaupt Leistung empfängt. Die gute 146. Also das ist wirklich kein Wetter für einen Triebfahrzeugführer, der mit Sicherheit kein Wunschwetter, mit Sicherheit kein Traum, jetzt hier irgendwie Stau auf der Bahn, auf der Strecke zu haben und laufend rote Signale und. Das ist mit Sicherheit kein Spaß.
dachte schon, ich hätte rot. Aber das ist der Kollege neben mir. Noch leicht über der Geschwindigkeit drüber. Jetzt passt es. Ich denke mal, dass wir gleich auf 40 haben werden. Na, wer sagt's denn? Damit kennen wir uns ja auch schon gut aus. So, dann haben wir auch Dresden Hauptbahnhof erreicht. Wunderschön, wunderschön. Trotz der widrigen Umstände. Da sehen wir auch schon unseren Zielpunkt. So, jetzt fahren wir links in die Weiche. Und dann gerade durch. Immerhin ist es da überdacht. Das ist ja für die Fahrgäste mit Sicherheit angenehmer, als im Regen auszusteigen. Also für mich wäre es auf jeden Fall angenehmer. Wir haben ja allerlei Verkehr. Eine Hamsterbacke und dann mehrere Regionalexpresse. Wunderschön. Machen alle Kopf, um dann hinterher Steuerwagen vorauszufahren. Perfekt. So, ein bisschen Bremsen mehr. Wollte ich gegen den Roller fahren, beziehungsweise Fellblock. Sehen lassen. So, wir entriegeln die Türen. So, und dann warten wir mal ab, was passiert. Ziel erfüllt. Gute Arbeit. Das waren erstmal alle Aufgaben für Sie. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, darauf bin ich jetzt auch mal gespannt.
Ja, das sieht doch soweit ganz gut aus, würde ich sagen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, beziehungsweise ihr hört mich. Und ja, ich werde jetzt wieder ein wenig mehr Train Sim World Videos veröffentlichen, weil ich einfach finde, dass das viel zu kurz gekommen ist jetzt in letzter Zeit und das gar nicht so schlecht ist. Und pünktlich zum Release von Train Simulator 2022 werde ich dann natürlich auch von dort aus berichten und Szenarien präsentieren. Ich freue mich, wie gesagt, drauf. Es ist jetzt nicht mehr so lange, 4, 5 Tage. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, einen schönen Restsamstag und ein schönes Wochenende insgesamt noch. Wünsche euch eine schöne, schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Denny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.